Hallo, willkommen auf meinem Kanal. In meinem heutigen Video geht es weder um Schönheit noch um irgendein anderes Beauty-bezogenes Thema. Also es geht nicht um Haare oder Make-up oder sonst irgendwas, sondern es geht um mich. Ich habe mir gedacht, ich habe jetzt, ich glaube, 175 Abonnenten, worüber ich mich total freue. Also ich freue mich über jeden, der sich meine Videos anguckt und natürlich auch über jeden, der sich sonst so für mich interessiert. Und deswegen dachte ich, ich mache mal ein Video, in dem ihr mich besser kennenlernen könnt. Ich hoffe, euch gefällt diese Art von Video. Also, ich habe mir gedacht, ich mache den 25 Facts About Me Tag. Und zwar sind das einfach 25 mehr oder weniger lustig oder interessante Fakten über mich, die mich ausmachen, die ja, euch hoffentlich interessieren. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ich keinen vollkommenen Schwachsinn erzähle. Und ja, fangen wir gleich mal an, damit das Video nicht so lang wird. Okay, Fact 1. Und zwar habe ich unfassbare Angst vor Achterbahnen. Ich weiß, dass das eine irrationale Angst ist. Allerdings liegt das, glaube ich, daran, dass ich so ein bisschen ein Control-Freak bin. Das heißt, für mich fühlt sich das irgendwie an wie ein Autounfall. Also wenn zum Beispiel die Achterbahn so nach unten geht, ich habe das Gefühl, man kracht irgendwo rein und man stirbt. Ich habe eine Schwester, eine Stiefschwester und einen Stiefbruder und ich bin die Jüngste. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, also ich bin ein absolutes Dorfkind. Also ich habe zwar in zwei Städten, Köln und Osnabrück, studiert, aber ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und komme auch immer wieder dahin zurück. Ich bin ein absoluter Serienjunkie, also jetzt in Zeiten von Netflix ist es wirklich ganz schlimm. Ich liebe, liebe Serien und ich freue mich auch immer auf eine neue Serie, die mich irgendwie begeistern kann. Also meistens habe ich mehrere Serien, wo ich jede Woche die neueste Folge gucke und dann immer eine Serie, die ich wie eine Verrückte durchgucke. Also ich gucke kaum normales Fernsehen, wenn, dann gucke ich Serien und das meistens in Englisch. Und dazu kommen wir schon zu meinem nächsten Fact. Und zwar bin ich, habe ich eine ganz besondere Verbindung zu den USA. Das fing, glaube ich, damit an, dass meine Eltern dort mal gewohnt haben. Also bevor ich geboren wurde, haben meine Eltern irgendwie anderthalb Jahre oder so in den USA gelebt. Und dadurch bin ich auch häufiger dorthin gereist. Und meine Patentante wohnt dort, die ich auch besucht habe. Dann habe ich mein Auslandssemester letztes Jahr in den USA gemacht. Und durch die ganzen Serien, die ich auch natürlich in Englisch gucke, also besteht auf jeden Fall eine sehr, sehr enge Verbindung zwischen mir und dem Land. Und zu meinen nächsten Reisezielen gehören auf jeden Fall Kalifornien. Also ich habe in den USA schon recht viel gesehen, aber Kalifornien fehlt mir noch. Ich würde super gerne eine Rundreise machen. Und dann Brasilien. Das Land reizt mich total, dadurch, dass ich auch letztes Jahr im Auslandssemester ganz, ganz viele Brasilianer kennengelernt habe. Würde ich voll gerne dahin fahren, denn ich kenne halt jetzt auch in unterschiedlichen Städten Leute und habe voll viel Lust, die zu besuchen. Und was wahrscheinlich noch ein bisschen dauern wird, aber grundsätzlich steht auch Australien auf meiner Reiseliste. Dort habe ich auch einige im Auslandssemester kennengelernt aus Australien und das Land soll so schön sein und das steht auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Burger gehören zu meinem absoluten Lieblingsessen. Also ich habe noch ganz viele andere Lieblingsessen, aber Burger gehört auf jeden Fall zu denen, die ganz oben auf meiner Liste stehen. Damit meine ich meistens nicht die von McDonald's oder so, sondern ich meine schon richtig, richtig gute Burger. Entweder selbstgemachte oder zum Beispiel einer meiner Lieblingsläden ist in Köln die Fette Kuh. Falls ihr das kennt, gebt mir einen Daumen hoch. Und ich gehe überhaupt nicht gerne shoppen. Also Menschen, die schon mal mit mir shoppen waren, wissen, dass ich sehr, sehr schnell die Lust daran verliere. Und meistens gehe ich nur mit meiner Schwester shoppen. Die weiß, dass ich sehr, sehr schnell genervt bin und die unterstützt mich dabei. Die weiß, was mir gefällt. Sie hilft mir ganz, ganz schnell, das zu finden, wonach ich suche, damit ich spätestens nach einer Stunde wieder nach Hause fahren kann. Ich mag die Kerne von Tomaten nicht.
Also die meisten finden das verrückt. Also ich habe nichts gegen Tomaten. Ich esse voll gerne Tomaten roh oder auch gekocht, aber ich mag die Kerne nicht. Also wenn ich zum Beispiel einen Salat mit Tomaten mache, schneide ich die Tomaten immer raus. Und wenn Leute mich gerne mögen, dann nehmen sie die Kerne auch raus, wenn sie mit mir kochen. Ich habe vor kurzem meine Masterarbeit abgegeben. Also ich habe einen Bachelor und hoffentlich bald meinen Master. Ich bin kurzsichtig und trage meistens Kontaktlinsen. Also wenn ihr schon Nahaufnahmen in Make-up-Tutorials von mir gesehen habt, könnt ihr es vielleicht sehen, dass ich Kontaktlinsen trage. Und wenn ihr mir zum Beispiel auf Instagram oder so folgt, dann könnt ihr auch teilweise Fotos von mir mit Brille sehen. Eine witzige Anekdote. Als ich noch zur Schule gegangen bin, dachte ich einmal, es gäbe Steak, wenn ich nach Hause kam. Als ich zu Hause angekommen war und festgestellt habe, dass es Grünkohl gab, bin ich in Tränen ausgebrochen. Wahre Geschichte. Ich liebe es, anderen persönliche Fragen zu stellen. Was ich daran besonders mag, ist, wie die Leute auf meine Fragen reagieren. Eine meiner Lieblingsfragen ist: Lieben sich deine Eltern noch? Bei einer Pizza esse ich immer zuerst das Innere der Pizza, also das, wo der Belag drauf ist, und lasse den Rand erstmal übrig, um dann am Ende zu gucken, ob ich noch genug Platz im Magen habe für den Rest der Pizza. Ich bin ein leichter Control-Freak und ein Organisationstalent, wie mir schon einige Male gesagt wurde. Das hat Vor- und Nachteile. Nachteile, dass manchmal die Spontanität darunter leidet. Das heißt, ich muss immer alles planen. Allerdings, seit ich letztes Jahr mein Auslandssemester gemacht habe, bin ich beim Reisen und wenn es um Freizeitgestaltung geht, schon viel, viel besser geworden und kann dann auch mal Sachen auf mich zukommen lassen. Ich bin 1,69 groß. Denke aber häufig, dass ich sehr, sehr klein bin, weil meine Schwester sehr groß ist. Sie ist über 1,80 und ich komme mir immer vor wie ein Zwerg. Ich kann Schwarz und Dunkelblau nicht unterscheiden. Ich werde manchmal darauf aufmerksam gemacht, aber ich kann es absolut nicht unterscheiden. Keine Ahnung. Irgendwie können das vielleicht meine Augen nicht richtig sehen oder so. Ich weiß es nicht. Ich könnte wirklich fast alles mit Schmand essen. Also es gibt ja Leute, die essen irgendwie alles mit Ketchup oder so. Und ich könnte alles mit Schmand essen. Ob es jetzt Pommes, Fleisch, Salat, Schmand schmeckt zu allem. Ich liebe Schmand. Ich gebe sehr, sehr gerne Geld für gute Produkte aus. Also zum Beispiel für Make-up gebe ich sehr, sehr gerne Geld aus, wenn ich weiß, dass das Produkt mich absolut überzeugen wird. Wenn ich zum Beispiel etwas gekauft habe, was mich nicht überzeugt, dann verkaufe ich es oder verschenke es. Ich habe die längste Zeit meines Lebens geschwommen. Das heißt, bis ich 17 war, war ich im Schwimmverein und habe auch während meiner Schulzeit sehr, sehr viel Zeit damit verbracht. Also teilweise viermal die Woche Training und in den Osterferien meistens ein Trainingslager. Wenn ich anderen ein Lied vorsinge, können sie meistens nicht nachvollziehen, um welches Lied es sich handelt. Das heißt, ich bin sehr, sehr schlecht darin, Lieder nachzusingen. Mir wurde auch schon gesagt, ich singe wie eine arrogante Neunjährige, die versucht, sexy zu sein. Ich kann nicht nähen, ich kann nicht mal einen Knopf annähen. Ich kann weder Inliner noch Schlittschuh fahren. Also ich kann mich die meiste Zeit auf den Beinen halten. Ich bin allerdings nicht so gut darin, mich sicher fortzubewegen. Ich liebe es, für andere zu kochen. Also grundsätzlich, ich esse gerne, ich koche gerne. Und für andere zu kochen macht mir so viel Spaß. Und da gibt es für mich nichts Besseres, als wenn Leute mir nach dem Essen sagen: Das hat so gut geschmeckt, du hast echt gut gekocht. Dann geht für mich echt ein Licht auf. Dann ist meine Laune echt. Ich liebe das einfach. Letzter Fact: Ich habe sehr, sehr kurze Wimpern und die lassen sich grundsätzlich nicht nach oben biegen. Ich kann euch mal von nahen zeigen. Das ist das höchste der Gefühle, wie sich meine Wimpern nach oben biegen. Und das schon mit sehr viel Aufwand und sehr viel Arbeit. So, das waren 25 random Facts about me.
Ich hoffe, dass euch einige davon vielleicht amüsiert haben oder interessant für euch waren und dass ihr mich ein bisschen besser kennenlernen konntet, da ich ja normalerweise schon eher versuche, mein Wissen mit euch zu teilen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen zu mir habt oder wenn ich irgendwie mal wieder ein persönliches Video machen soll, dann mache ich das sehr, sehr gerne, falls es euch interessiert. Ansonsten abonniert gerne meinen Kanal und folgt mir auch auf Instagram, Facebook und Snapchat. Ich habe die Namen oder die Seiten unten in der Infobox für euch verlinkt. Da könnt ihr mir dann auch folgen in meinem Alltag, was ich sonst so mache. Also, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.